Dritter Adventssonntag im Dezember 2012. Ein großer Tag für das Pilachtal. Ein großer Tag für das Land Niederösterreich. Und damit für den Landeshauptmann Erwin Pröll. Was ist geschehen? Die altehrwürdige Mariazellerbahn stand kurz vor dem Aus. Investitionen blieben aus und Fahrgastzahlen gingen von Jahr zu Jahr zurück. In letzter Sekunde springt das Land Niederösterreich ein und erwirbt von der ÖBB die gesamte Mariazellerbahn. Schon bald beginnen die Bauarbeiten für ein neues NÖWOG-Betriebszentrum in Laubenbach-Mühle. Es folgt die Ausschreibung für moderne und zeitgemäße Fahrzeuge. Und ein neuer Name wird kreiert: die Himmelstreppe. Während in der Schweiz bereits emsig an den neuen Fahrzeugen der Mariazellerbahn gebaut wird, erfolgen im Pilachtal die ersten Arbeiten zur Streckensanierung. Immerhin gilt es, 84 Kilometer Fahrbahn wieder in Schuss zu bringen. Und am 16. Dezember 2012 ist es soweit. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, was uns der Herr Landeshauptmann heute beschert. Eine Treppe klappt er auf. Eine Treppe, wenn man es ganz genau nimmt, eine Himmelstreppe mit 14 Stufen. Warum 14 Stufen? Von unserer Landesmetropole von St. Pölten bis zum Gnadenort sind es 14 Gemeinden, die heute allesamt hier sind. Und wir lassen uns diesen großen Tag natürlich nicht entgehen. Dieser Auftrag hat einen sehr hohen Stellenwert für uns. Es ist auch eine ganz spezielle Konfiguration, 760 mm Spurweite, ein Stromsystem, das nicht sehr alltäglich ist, mit 6,5 kV und 25 Hertz. Dann die Kastenbreite ist wieder wie bei den größeren Spurweiten, also etwas sehr Spezielles, und das hat uns sehr gefreut, dass wir diese Einmaligkeit bei uns in der Schweiz erwecken konnten. Für uns ist das ein ganz tolles Ereignis. Wir springen praktisch vom 19. Jahrhundert in das 21. Jahrhundert. Wir werden hier einen völlig neuen Standard für die Schmalspur setzen mit unserer Himmelstreppe. Wir sind niederflurmäßig unterwegs mit bequemen Einstiegen. Wir werden das ja dann sehen. Wir sind behindertengerecht unterwegs. Wir sind klarerweise auch klimatisiert unterwegs. Standards, die wir heute hier nicht kennen auf der Mariazellerbahn. Es werden ja neun Garnituren geliefert werden im Lauf des nächsten Jahres. Es wird 4 Panoramawegen geben, die dann ab Sommer 2014 im Einsatz sind, sodass wir uns auch zeitgerecht, so wie hier die Laubenbach-Mühle, auch für die Landesausstellung 2015 fit machen, sodass man es am besten so beantworten kann: nächstes Jahr im Dezember fahren sicher schon alle neuen Niederflurwagen für die Fahrgäste der Mariazellerbahn. Herr Landeshauptmann, lieber Erwin, du hast Wesentliches dazu beigetragen, dass diese Bahn weiter existieren kann. Du hast der Region diese Bahn geschenkt. Du hast dich bei der Region bedankt. Ich darf mich namens der Region bei dir bedanken und dir ein Präsent übergeben, dass du an diesen Tag auch in Zukunft denkst. Danke dir. Ja, lieber Gerhard Stindl, zunächst einen herzlichen Dank. Eines muss ich noch korrigieren, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen gleich, ich habe Ihnen nichts geschenkt. Was wir getan haben, war die einfache Überlegung, einfach zu schauen, dass das, was Sie an den Staat abgeben, in dieser Form wieder Ihnen zugutekommt. Und ich hoffe, Sie haben das Gefühl, dass das eine gute Entscheidung von uns gewesen ist.
beim Namen Himmelstreppe für eine Eisenbahn, die St. Pölten mit dem Wallfahrtsort Mariazell verbinden wird, darf der Segen Gottes nicht fehlen. Genauso wenig wie die obligatorischen Pressefotos vor der ersten Himmelstreppe. Mit bekannten Stars aus nah und fern ging die Begrüßung der Himmelstreppe im neuen Betriebszentrum der NÖWOG zu Ende.